Wird die Stage ein bisschen ausrasten mit dem dritten, immer noch in der Wall drin, holt sich den vierten. Unterhose. Run Map 1, please. Halt schon mal meine Kreuzchen bereit? Haven, alles klar. Haven, raus. Alles klar. Bahn 2. Rugby Gang. Schauen wir mal, welche Map jetzt rauskommt. Ascent. Beste Map. Was ist das mit euch? Die beste. Achso. Ja, wegen Studiomodus. Ja, klar. Gut. Okay. Unterhose. Welche Map wird gespielt? Erstmal voll verschreiben. Gut. Hab ich das falsch gemacht? Ich glaube, ich hab das jetzt falsch gemacht. Ne? Egal. Wir haben noch Bind und Split. Split, beste Map, die es jemals gegeben hat in jeglichen Shooter-Games. Das ist bewiesen von sehr vielen Doktoren. Und man hat dann Studien geführt, ist einfach mega krass. Ja. Können wir schon mal auswählen. Server, denke ich mal, wenn wir jetzt bei Frankfurt lassen. Es sei denn, Inki sagt hier gleich, boah, das geht nicht aus Grund XY. Cheats erlauben wir nicht, sage ich schon mal jetzt. Turniermodus machen wir an. Und wir machen Verlängerung mit 2 Gewinnen. Es wird Split gespielt, okay. Und Blockspielgang darf er die Seite versuchen, aber wo gibt es die mir? Okay, Blockspielgang. Okay. Welche Seite? Okay. So, ich bin wieder da, aber ich muss gerade noch ein bisschen Sauerstoff nehmen. Alles klar. Kein Stress. Wir haben die Map schon mal. Also, wir haben schon mal die beste Map. CT. Okay. Dann sind sie ja alle erstmal so zufrieden. Gut. Also, was spielen wir? Wir spielen die beste Map der Welt. Ascent. Split. Beste Map der Welt, weiß man noch. Daran ist gar nichts geil, aber passt. Beste Map aller Zeiten. Steht zum Grundgesetzbuch, ja. Alles klar. Ascent, dann passt das. Okay. Okay. Um 16 Uhr. Was macht Inki? Ich bin derzeit Sauerstoff. Wegen meine Kopfschmerzen. Hm. Wer mir jetzt noch sagen kann, welche Kopfschmerzen mit Sauerstoff zu behandeln sind, der kriegt hier von mir einen Daumen. Google hilft, habe ich gehört. Da geht ein Like. So. 2 Minuten haben wir noch. Einmal letztes Mal ein bisschen Kopf schütteln, letzte Besprechung führen. Ich hau bei uns schon mal den Haken rein. Also, Teiltechnik ist bestimmt gekast. Der ist halt so, ich konnte leider nicht hier kasten. Ja, du, weiß man ja alles nicht. So. Bitte können Stream snipen? Nee, das sollte klar sein. Haben wir auch im Infovideo extra gesagt. So. Naja, eigentlich muss der Stream halt auch mit zumindest einer halben Minute, eher eine Minute Verzögerung laufen. Deswegen habe ich das ja gerade eben gesagt. Aber es geht jetzt auf jeden Fall los. So, sollte gut hallo, sein. Hallo, hallo, hallo. Wir spielen auf, wie heißt die beiden Teams noch? Was spielt jetzt? Jetzt wird Split gespielt, beste Map der Welt? Block Gang. Ah, achso, Blockspiel Gang gegen die Titelverteidiger. Das neue Team gegen die Titelverteidiger. Gegen die Unterhosenmafia, ja? Genau, gegen die Unterhosenmafia. Hey, du hast. Wer weiß es jetzt? Wer war die Unterhosenmafia? No Brain Race Man. Die haben ja alle ihre Namen geändert. Was ist mit dem los? Ja! Ich war auch gerade verwirrt, ey. Das macht mich gerade voll weg. Wer ist denn jetzt die Unterhosenmafia? Aber ich finde schön, dass er Blockspiel ist. Wer ist die Blockspielgang? Helf mir mal. CT ist Blockspielgang. Okay. CT ist Blockspielgang. Ja, okay, dann fangen wir an. Das erste Spiel. Ja. Blockspielgang gegen die Unterhosenmafia und hier wird direkt auf A gestartet. So, ja. Von der Unterhosenmafia. Klarer Goal, gut gesetztes Moves. Direkt 4 Kills. Oh, kann man machen. Hier wird aufgeraubt. No Brain Race Man. Jetzt. Ja, so. Was ist das für ein Name? No Brain Race Man. Die, ja, das machen die doch nur, um uns zu foltern, oder? Sicherlich. Seien wir ehrlich. Die wollen nur die Caster foltern.
Und Leute, gebt euch Mühe, nicht vergessen. Also ich meine, ihr hört es jetzt vielleicht nicht, ne? Im besten Fall. Ach, das wird schon. Also die erste Runde ging damit jetzt an die Blockspielgänge, wenn ich es richtig verstanden habe, ne? Nee, an die Unterhosenmafia. Nee, Blockspielgänge ist Verteidiger. Genau, Blockspielgänge ist in Führung. Genau, 1-0 für die Blockspielgänge. Das regeln wir schon, ein paar Runden haben wir. Das ist gar nicht chaotisch hier. Ja, hey, deswegen Fun-Turnier, ja? Muss chaotisch sein. Manfred, gut dabei. Das ist katastrophisch. Das Best of, das wird auf jeden Fall was. Hey, ich find's gut. So, erstmal wird auf Mid-Control gespielt, allerdings. Ja. Race hier wunderbar aufgebaut, Mushiba. Gibt weitere Infos, versucht drumherum zu gehen, wird aber dabei gesnackt. Finde ich eine 2-3 Situation. Wie viele Anime-Fans einfach dabei sind, finde ich auch einfach nice. So. An sich eine starke startete Eco jetzt von der Unterhosen-Mafia. Haben es trotzdem geschafft, zwei Leute in der Mitte rauszuholen. Und auch wenn sie noch in Unterzahl sind, können sie jetzt arbeiten. Toxine treten aus. So langsam Richtung A. Es wird Richtung A geschossen, trotzdem passt der Kontext. So. Brimstone nach alleine als Shockcraft. Plantet die Bombe ganz normal auf A, hat auch ein bisschen was Zeit. Killjoy sollte eigentlich auf oben warten, um das Safe runterspielen zu können. So, nächste Begegnung. Gute Flash von oben, das wird gut predicted. Und da der Refrag wunderbar abgesprochen und wunderbar da um die Ecke gegangen. Safe und clean runtergespielt dafür, dass sie nur noch zu zweit waren. Da sieht man auch direkt schon einen der neuen Skins. Auf dem Boden. Mal 2-0. Weiß nix. Jetzt kommt die erste Waffenrunde. Das dürfte jetzt deutlich mehr Alle aufgewärmt, sein alle wachgeschüttelt. Die Unterhosen-Mafia. Ja, die Unterhosen-Mafia hat ja eigentlich was zu beweisen, ne? Ja. Theoretisch sind sie in dem Zwang, was gegenzuspielen. Ich kenne natürlich die Jungs von der Blockspielgang nicht. Ich weiß nicht, was wir da für ein Niveau haben. Wir wissen, dass die Unterhosen-Mafia letztes Mal ungefähr im Raum Platin war, wenn ich mich nicht irre. Upper Platin. Aber jetzt wird quasi aufgebaut. Und da kommen auf beiden Seiten Entry mit Refrag. Natürlich versuchen wir wieder auf die Mid-Control zu gehen. Wir haben derzeit dreimal Blockspielgang in der Mitte aufgebaut. Rainer steht hier vor B. Ich vermute, es wird auch ein Split im Endeffekt Richtung B. Oben hält während der Zeit alleine den B-Heaven. Dürfte jetzt gleich unter Contact kommen. Spawnen sich alle vier auf. Eine schöne Flash, das holt nochmal schön Zeit raus für die Unterhosen-Mafia. Und ja, genau richtig reagiert. Erstmal zurückgezogen. Keine Ladung. Lassen wir die da in der Mitte alleine. Und während der Zeit versucht Rainer, in der Zeit Itsuna Uchiha. Ich nenne ihn einfach Uchiha. Abrotate. Aber in der Mitte fruchtlos leider. Ja. So. Jet und oben jetzt im Atem rum. Jet als einzige Person, die jetzt gegen ihn kann, funktioniert auch nicht. Und damit der Unterhosen-Mafia jetzt beim Bondplant und in der 4 und 2 Situation theoretisch sollte die Blockspielgänge jetzt auch schon safen gehen, meiner Meinung nach. Aber man kann ja dran glauben, ne? Man weiß ja nie, wann man auf einmal anfängt, alle vier zu drücken. Ja. Spannung steigt. Eigentlich drei Leute auf der Side. Brimstone hier, under dem Heaven, under Catwalk. Eine gute Position oder Formation auf jeden Fall. Aber geht in sichere Richtung. Damit noch keine Crosses hier. Ja, und da ist der Safe, die Decision. Nehmt die Waffe mit in die nächste Runde. Es ist eine Phantom, es ist eine Wendel. Vielleicht noch was mitnehmen im Zweifelsfall. Zweimal Ruhegewalt. Aber warum nicht? Man muss halt zwischendurch auch eine Runde abgeben. Ja, ne? Da kommt noch eine Begegnung. Ein sehr lebender Spieler. Haben sie ausgeschlossen. Gut, man kann ja davon ausgehen, dass dann noch versucht werden, ein paar Late Fracks zu holen. Ja. So ein bisschen Geld rausgeholt wird, aber es hat nicht funktioniert. Und jetzt gucken wir mal aufs Geld. Nice. Anschluss hier. Merci. Eigentlich könnte die Killjoy jetzt noch kaufen von der Blockspielgang. Alle anderen müssten eine Eco machen. Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, insgesamt zu kaufen oder ob Sage ihre Waffe wieder. Ja, sie verkauft wieder. Man entscheidet sich für eine Eco. Eine Teil-Eco. Doch für eine Eco. Die wissen selber noch nicht. Sie diskutieren. Oh, während der Zeit sehen wir auch schon die allererste Orb. Bei Cypher auf der Seite der Unterhosen-Mafia. Und die bauen sich direkt vor B auf. Ein bisschen B, ein bisschen mitlastig. Und es kommt ein kompletter B-Block. A wird komplett offen gelassen. Also, das wird gleich hier eine Schlacht, Leute. Das wird fetzen.
wie es das zuletzt, keine Ahnung, bei der Gladiator getan hat. 1-1 Austausch hier? Sage stirbt, kriegt einen Frag, kassiert den Refrag, aber hey, mit dem Stinger eine Waffe rausholen ist wichtig. Schlecht. Und da hat das Timing gefehlt, man hätte halt zusammen was in der Mitte machen sollen, ne? Also erst Sage und dann später Drainer, da kann man kein Tempo aufbauen. Der A-Read ist wunderbar und bauen auch direkt hier zu A rüber auf. Geh durch den Vent. Jett und Kidor werden das halt alleine. Jett Ulti. Oh, kannst du sie nicht anwählen? Was ist das hier? Doch, da. Ja, Jett mit der Ulti dash wieder raus. Hat noch ganze zwei, keine Ahnung, was ein Messer, würde ich mal behaupten. Aber wieder die klassische 4-2-Situation. Diesmal anstatt Brimstone, ne? Ja. Endlich jetzt Kito alleine mit der Wende, kann natürlich versuchen, noch ein paar Flex zu ziehen. Ist aber überlegt, jetzt noch eine Begegnung. Die Cypher. Bekannt, holt sich eine Cypher. Nur 2 gegen. Und wenn ich das richtig sehe, ist die Viper auch noch low. Also es ist machbar. Ne, er ist Safety Op. Safety Op. Ist selber auch low. Was safe doch die Op. Warum nimmt er jetzt die Wende mit? Weiß er etwas, das ich nicht weiß? Einfach. Gab's ein Patch? Ja, richtig, seitdem ist die Orb noch teurer. Also theoretisch, nein, also ich kann verstehen, wenn man jetzt sagt, ey, Orb macht uns zu langsam, wollen um die Orb drumherum spielen, aber theoretisch sind sie ja Verteidiger und als Verteidiger eine Orb ordentlich irgendwo abzustellen ist immer noch gut. Kannst du einen auf A stellen oder einen auf B und damit dich noch mehr auf die Mitte konzentrieren. Aber jetzt direkt den Ausgleich wieder, 2-2. So. Ja. Was wird bei Tails sieht man, bei Tails sieht man noch die Diskussion. Das ist auch nicht verkehrt. Wir müssen ein bisschen absprechen. Jetzt hat man sich im Endeffekt trotzdem eine Orb gekauft, verstehst du? Ja. Da nimmt man lieber die Orb für 5000 mit anstatt die scheiße Wendel, aber gut, Pass müssen die wissen. Erstmal der Aufbau, erstmal wieder die Mid-Control holen. Old Race hier mit dem Entry. Blockspielgang, auch direkt mit dem zweiten. Ah nee, das doch, das ist die Blockspielgang. Dann steht man quasi schon zu dritt da. Eine Wall in der Mitte geplaced von der Sage und ja, die Unterhosen-Mafia muss sich was überlegen. Ich denke auch, der Beko ist wahrscheinlich die beste Lösung, die die jetzt gerade zur Verfügung haben. Besonders weil B quasi frei ist. Ist nicht verkehrt, B da offen zu lassen. Kejo hat unglaublich viele Sachen quasi platziert und kann vom Heaven aus gucken, aber wenn die jetzt zu dritt draufgehen, ist vorbei. Wenn ich das richtig sehe, schließt da oben jetzt aber auf, kann jetzt quasi Bescheid geben, nichts ist vor A und da ist auch schon die Rotation, alle ziehen zu B. Ey, das nimmt ja schon langsam professionelle Züge hier im Akatari Z-Cup. Ja, jetzt die Anti-Fresh von Breach. Wird sie kommen, wird sie nicht kommen? Noch 30 Sekunden. Naja, sie warten noch. Ja, das Alarmmelder von Killjoy sind natürlich auch gut vertreten. Die Jungs denken sich halt auch einfach so, das ist unsere B-Lobby. Ich weiß, wir müssen die Bombe legen, aber die B-Lobby gehört uns. Das ist auch schon mal ein Erfolg. Nein, seien wir ehrlich, zu dritt kannst du halt wenig anderes machen. Noch 10 Sekunden. Jetzt kommt der oben von hinten. Versucht er jetzt noch irgendwie wen rauszuholen, um damit der Orb abzufangen. Steht aber niemand links. Ja, das wird gesaved. Warte mal gucken. Ist auch nicht verkehrt, das ist safe. Oben kommt noch von hinten. Könnte er Kontakt haben? Er ist nicht mehr zu Kontakt gekommen. Gutes Positioning, gute Formation im Endeffekt, da so in der B-Lobby zu stehen. Oben pusht von hinten und kann trotzdem niemanden sehen. Das zeigt einfach, dass sie durchaus auch ein bisschen was Gefühl dafür haben, wo sie ihren Rücken quasi zeigen und je nachdem, wo sie stehen, halt auch von wo sie dann angreifbar sind. Aber nichtsdestotrotz, ohne Entries, ohne Frags, kommt man nicht auf eine Side. Und das haben wir in dieser Runde gesehen. So, ich würde sagen, das ist ein direkter A-Aufbau diesmal. Jett versucht aber gegen zu pushen und hat jetzt die Information, zieht zurück auf die Side, während der Zeit oben auch im Map zurück an die Rainer kommt auch direkt dazu. Direkt durch. Der Go geht nach vorne, wollte jetzt gegen die Jett, stirbt zuerst, kassiert den Entry. Und nun baut man sich schon zu dritt seitens der Blockspielgang im Heaven auf, holt sich den ersten. Und ja, das ist jetzt eine schwierige Situation, weil alle vier quasi direkt auf die Side begrenzt sind. Da müssen nur ein paar Spells fliegen und alles ist tot auf der Side, also kompliziert. Ich meine, die Situation auf jeden Fall geht. Morio mit dem ersten, Morio mit dem zweiten. Geht dann noch weiter. Morio mit dem dritten, stimmt jetzt aber.
Und Killjoy kann dann natürlich am Ende auch nicht mehr. Ja. Shockcraft schafft es aber nicht, das Ganze geht an Uchina. Ah, da muss man mal sagen, krasses Ding von Morio. Ich hoffe, du hattest das offscreen. Den dritten. Den dritten Frag, okay. Den dritten. Auf, ja, drei starke. Huhu. Drei Frags, die so, genau so und nicht anders passieren müssen. Einfach mal die Eier auf den Tisch packen, um die Ecke ziehen. Und alles wegsprayen, was irgendwie auf dem Bild auftaucht. Fast wie den Spruch, den ich letzte Season gebracht habe hier. Hä? Ne, ist okay. Da kommen nochmal die Sprays. Vorbereitung. Ja, die sind ganz wichtig. Das ist für die emotionale Stärkung und damit halt auch das Teamgefühl unglaublich relevant, Sprays zu verteilen. Ne? Ich denke, das haben Breaking aber auch schon. Wird aber wieder ein schneller Argo. Ich meine, warum auch nicht? Gerade eben sind sie auch auf die A gekommen, haben den Entry gefunden und den Impact. Diesmal aber etwas langsamer. Man verteilt sich schwächer. Es sind immer noch zwei Leute in der A-Lobby. Der Brimstone unter anderem auch noch mit dem Spike. Also Argo ja, aber das ist ohne Tempo. Rainer jetzt alleine auf der Side. Das hat auf der Seite. Das war Action, das war hier wieder vor A. Also Brimstone, Shockcraft, vielleicht ist noch in der Lage etwas zu reißen. Ich gucke gerne mal zu an der Stelle. Aber ja, gut. Ich sehe auch nicht warum. Auch mein absoluter Favorit. Mitten im Fight noch einen Spray da lassen. Ne, das war halt, die haben sich halt gut aufgebaut. Das war die richtige Entscheidung zu sagen, wir gehen nochmal A. Aber da hat das halbe Team anscheinend nicht daran geglaubt, dass das nochmal mit A funktioniert und hat sich gedacht, nee, ich bleib hier lieber in der Lobby. Da war der erste Go deutlich stärker. Schade. Schade, schade, aber jetzt nichts verloren. 5-2 für die CT-Side ist relativ normal und meiner Meinung nach muss auch wieder ein bisschen was mehr mit Control gespielt werden. Wir haben jetzt zweimal Richtung B aufgebaut, zweimal Richtung A aufgebaut. Die Mid-Control-Zeit war eigentlich nur der Anfang. Und jetzt wird es ein schneller Bego. Brand zieht nach vorne, die erste Bombe quasi, ja. Erste Killjoy Tower weg. Die Zeit wird komplett eingenommen und die Blockspiel-Gang entscheidet sich hier auf jeden Fall dazu, auf Retake zu spielen. Stehen jetzt vor der Viper Wall, können aber jetzt quasi Contact holen. Das wird eine Schlacht. Kommt hier mit dem ersten. Race gegen Race geht an Race Main. Wir sind ein 4 und 4. Kometri mit dem zweiten. Wird die Stage ein bisschen ausrasten mit dem dritten. Immer noch in der Wall drin. Holt sich den vierten. Ja. Link kann natürlich refraggen, aber steht dann auch quasi alleine gegen 4 und 2 gegen 3 nach dem ersten Frag. Also, da hat die Stage, da hat Kometri hier aber gerade mal richtig gerudert. Selbstintensive Fights auch bisher in den letzten Runden. Bitte? Selbstintensive Fights auch bisher so in den letzten Runden gesehen. Ja, die spielen das sehr taktisch klug, also auf beiden Seiten, ne? Es wird nichts alleine gemacht und das ist das, was ich beim letzten Turnier quasi häufiger gesagt habe. Wenn ihr schon irgendwo rumgeht, geht zu zweit rum. Wenn ihr schon auf eine Side geht, dann geht bitte alle auf eine Side. Lasst es sein, dass da einer hinten steht und einer irgendwo noch woanders steht und irgendwas so denkt, doch, ich lauf jetzt los. Das bringt nichts so. Wenn alle drei um die Ecke kommen, dann muss der Gegner sich zurückziehen, keine Chancen mehr. Jetzt soll es wieder A sein. Auf jeden Fall bisher schön anzusehen, auf jeden Fall, die Konstellation hier. Aber deswegen sag ich ja auch mit Control, ich denke, da muss die Unterhosenmafia, also die Angreifer, müssen halt irgendwie erstmal ein, zwei Entries finden, erstmal ein, zwei Frags finden. Um daraus resultierend auch auf eine Side draufgehen zu können. Da kommt jetzt der Frag, der war wichtig. Und jetzt sind wir schon 4 gegen 2. Wenn jetzt auf eine Side gehen und zu 5 durchkommen, dann sind die Gegner in Unterzahl. Man kann sich viel breiter machen und viel mehr den Platz auch nutzen, den man eingenommen hat. Und das bringt das Ganze in ein anderes Gleichgewicht. Wenn wir jetzt noch ein Entry haben oder jetzt einfach auf B durchgehen, das kann man auch machen. Das bringt so eine andere Geschichte. Ich gucke mal aus Sicht von Shockcraft, der hat ja schon ein paar Runden cool gespielt. Und ist jetzt mit der Orb hinter Pillar am Stehen, aimed Heaven up. Oh, ja, geht so die Bombe ist rein. Nicht gelegt. Die Bombe ist noch nicht gelegt. Schönes Ding von der Killjoy. So, jetzt ist es fein wieder zu kommen. Und ja, aber das ist Jet zu früh gegangen. Ne? Das meinte ich. Die hätten einfach warten sollen auf den Rest. Ja, derzeit die Killjoy ihre Ulti gelegt, um die Angreifer jetzt ein bisschen was von der Side runterzukriegen. Dementsprechend müssten sie jetzt noch ein 2-2 die B-Side einnehmen. Auch sehr, sehr interessant. Na, nächste Begegnung, incoming. Oh, quasi nix. Hallo, Pillar drauf. Schön gespielt.
Schön gespielt von Unterhosen Mafia, 6 ja. zu 3 jetzt. Wollen wir mal schön abgelenkt mit dem Rainer unsichtbar machen? Easy. Yep. Nee, das war einfach klasse gespielt. Die Killjoy hat die halt zurückgedrängt in die Lobby, aber sobald die Killjoy-Ulti vorbei war und dieses Areal einfach auch wieder einzunehmen war, haben die es halt auch sofort wieder genommen und das war wichtig. Mhm. Auch die Runde war wichtig für die Confidence. Du hast jetzt 4 Runden in Folge abgegeben, jetzt wieder eine Runde zu gewinnen, lässt sich halt weiter daran glauben, dass dieses Spiel echt ausgeglichen ist. Also mich als Caster zumindest. So, und wieder in der Mitte. Aber im Endeffekt geht das 2 gegen 1 als Trade aus. Na, 3. Und da wird noch ein dritter von Kometri geholt, damit ist die Mitte komplett frei. Weil wir auch gehen. Genau. Ja. Oh, wir haben auf 0 und 9. Bitte auch. Wichtige Camp, könnte man was mitholen. Hat auf jeden Fall abgelenkt. Aber eins zu weit gepiekt. Ich weiß nicht. Ja. Da hätte die Viper dann ruhig machen sollen, nachdem sie den oben geholt hat. Ich meine, 2 gegen 5. da glaube ich, würde jeder durchdrehen. Bruder, los muss mit dem ersten. Schade. Ja. Gutes Spiel, gut versucht die Mid-Control zu holen, aber leider die Mid-Control nicht bekommen. Vielen Dank für den Follow, Letaurus. Letaurus wahrscheinlich. Nee! Ah, jetzt ist es auch. Dann, vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Sehen wir auch auf jeden Fall gleich auch noch hier nach dann direkt das Anschlussmatch mit den anderen beiden Teams. Bin ich auch mal gespannt. Da kämpfen wir zumindest beide so. Ja, das ist richtig. Aber das, was ich hier von der Blockspielgang bisher sehe, in allen Ehren, ich freue mich sehr darüber, dass ich diesem Team ein Logo machen durfte. Es hat mich ganze 1,5 Minuten gebraucht, wirklich, Leute. Das war anstrengend. Ja. Die Box ist geachtet. Ja, aber direkt wieder in die Toxie rein. Wunderbar gespielt. Die Sage spielt das klasse mit. Also, da muss echt eine gute Kommunikation bei der Blockchain laufen. Ich wäre echt gerne gerade bei dem auf dem Channel. Ja, Jeskaria, danke für den Follow. Vielen, vielen Dank. So. Ja, man muss sagen, Sage Kometri ist ja einiges am Mid-Track, ne? Also, jetzt schon der 17. Was ist los mit dem Jungen? Naja. Jetzt, wo es den MVP gibt hier mit. Ja, aber guck mal, ich hole 2 Leute in der Mitte, um dann auf A jemanden zu töten. Der ist überall. Überall ist er heute. Ja. Auf B kommt jetzt gleich wahrscheinlich der Plan von Cypher. Steht aber erstmal dem oben gegenüber. Ja, schwierige Situation natürlich. Also, mir gefällt theoretisch das Taktikportfolio von den Angreifern, von der Unterhosen-Mafia. Die haben viel gelernt seit dem letzten Mal. Aber der richtige Zug fehlt jetzt einfach noch. Die Methode, mit welcher Nate man im Grunde die zurückhalten kann oder so, vielleicht ist das ein bisschen kompetent. Aber da müssen die Frags auch in der Mitte fallen. Ne? Man muss halt die Blockspielgang auch wieder dazu kriegen, dass sie zurückgedrängt werden, dass die von Heaven aus spielen müssen und so. Die können momentan die Mitte jede Runde von vorne einnehmen und das ist natürlich sehr unbalanced, dann noch als Angreifer Runden zu holen. Wenn du nur 2 Leute verloren hast und die Verteidiger die Mitte dominieren. Letzte Runde der Halbzeit. Unterhosen Mafia mit 4 Leuten in der Mitte. Versuchen wieder auf Frag zu gehen. Finde ich auch weiterhin richtig. Weiterhin mit Mumm in den Eiern da drauf gehen. Da stehen aber dann direkt 3 Leute von der Blockspielgang dagegen. Kometri kriegt den ersten Frag ab. Ja, Rainer auch gut dabei. Race darf sich nochmal heilen. Steht aber offensiv und wird jetzt gleich auf jeden Fall nochmal weiter kontrollieren. Boah, da kann man doch nicht mit dem Rücken sich zudrehen. Ich suche dann halt gut. Was ist mit der Rainer los? Da war das Sharingan kurz aktiv. Ja, aber nicht so, wie es gelaufen ist. Heiliger Bimbam. Also, ja, die kann sich heilen, ja, die kann sich unsichtbar machen, aber wenn dann die Spieler den Rücken zu ihr drehen, ist das natürlich eine böse Geschichte. Aber die haben wahrscheinlich auch einfach darauf gesetzt, dass jeweils die anderen Leute im Team den Winkel haben und dann hatte ihn halt keiner. Das passiert. Das passiert dem Besten. Ein leichter Wechsel zu A jetzt, wenn Unterhosen-Mafia jetzt auf B zugeht. Noch 30 Sekunden. Ne? Ja, 2 gegen 2. Ich freue mich auf jeden Fall sehr darüber, dass das jetzt so eine spannende Situation, wir noch einen spannenden Retake bekommen. Für den letzten und wahrscheinlich wichtigsten Punkt der Halbzeit. Weil mit 4 Runden aus der Angreiferseite kann man auf jeden Fall noch arbeiten. Ja, mit 3 ist was wenig.
Das sind die Messer wieder draußen. Besprechen sich gerade ab. Killjoin geht jetzt auch nach vorne. Das oh, kommt von hinten, kann auf jeden Fall aus der Lobby auch mit kontakten. Nächste Story. Na, der Jet hat die Ulti gezündet, droppt jetzt. Kommt aber ein Duell gegen Link. Kaum einer Chance. Da fehlt der Refrag. Cypher hätte weiterhin im Duell sein müssen. Jetzt sich nicht direkt zurückzuziehen. Jetzt nicht zuerst. Schade. Ich glaube, das reicht auch noch vom Diffuse Time. Auf jeden Fall reicht das. Damit 9 zu 3 in der Halbzeit für die Blockspiel-Gang. Sehr schon mal stark. Unsere Debütanten schon mal eine solide erste Leistung. Seitenwechsel. Und ich möchte jetzt keine Schleichwerbung machen, Leute, aber Rittersport gönnt euch. Na, dann mach ich auch Schleichwerbung. Wasser. Trinkt viel. Ja, aber gutes Wasser. Nicht dieser Scheiß von Nestle. Ja, Nestle sehe ich muss. Aber auch schwierig mit Nestle, da sind so viele Tochterfirmen und so. Müssen wir sich auch nochmal eine Liste machen. Alle boykottieren, alle verbrennen, alle auf den Müll. Ja, das ist wirklich so. Aber ist jetzt kein Aufruf zu Anarchie, eigentlich müssen wir uns aufs Spiel konzentrieren. Ah, das ist ein guter Platz. Ja. Die Blockspiel-Gang auf der T-Seite jetzt auf jeden Fall deutlich mit einem Default unterwegs. Oben hält davor A, falls jemand auspushen sollte, während das versucht man zu zweit mit Control in Form von Rainer und Saves zu bekommen. Mit Action, jo. 2, so Austausch. Beide gestorben, konnten einen Frag dafür holen. Damit ist B natürlich leicht angeschlagen durch einen Verlust, aber die spielen halt auch sehr around mit, ne? Die Unterhosen-Mafia, so wie ich das halt auch beim letzten Mal quasi beschrieben habe. Mit 3 Leuten im Midblock machen, du hast 2 Leute im Heaven, du hast einen im Vent. Gegen so einen Druck ist es dann halt schwer zu zweit gegenzustemmen. Da musst du beinahe schon mit 5 Angreifern kommen, damit das irgendwie gut ausgeht. Dafür werden dann natürlich die Seiten wieder schwächer, ne? Das ist halt immer so. Wenn ihr jemanden auf der einen Stelle hinstellt, dann kann er nicht auf der anderen Stelle stehen. 3-3. Das ist wieder einer für meine weisen Spruchbücher. Oben hier noch mit einer klasse Position, aber Mitte unten, um Infos zu sammeln und auch eventuell um Frag zu holen, auf jeden Fall um Zeit rauszuholen. Zeit ist wichtig, Zeit ist Gold. Jet jetzt alleine auf, das heißt, kriegt die Bombe nicht mal Platz. 2 Frags von Raze und, was für von, ja, no brain Raze main als Rainer. Ich weiß nicht genau, wie man auf so eine Idee kommt, aber Respekt. Dann spiel zumindest Raze. Oder benenne ich deinen ordentlichen Namen um. Nenne ich Lila Tutu oder so. Das ist ja für die Mindgames der Name, weißt du? Das ist, glaube ich, der Du machst ja einfach durchgehend Gedanken darüber, weißt du? Das sind einfach die Mindgames gegenüber uns, ne? Nur die Hoffnung. Nächstes Mal heißt der Much Brain No Race Main oder so. Dann gehen wir hier noch mehr kaputt. Ja, jede Season ein extra noch dazu. Ich bin mir irgendwie relativ sicher, dass die Namen auch irgendwo begrenzt sind bei 34 Zeichen oder so. Aber ja, dass du die runtergebetet hast als Kommentator, ist vorbei. Okay, jetzt auf jeden Fall der Frag von Isle of Envy. Mit dem zweiten, mit dem dritten. Alter Schwede, Gott sei Dank habe ich da rechtzeitig hingeschaltet. Das ist geklippt, Bruder. Was ist mit dir? Holy shit. Das wird geklippt. Ich habe das hier live gesehen, Alter. Das waren 3 Quickscopes, die einfach da hängt so klong, klong, klong und hängst dann. Ja. Ich hab's von der Gegnerseite aus gesehen. Ey. Junge, Junge, Respekt dazu. Viper nicht schon den Tag gerettet, die Eco hier mit weitergebracht, sondern einfach, ey, krass, fast Ding. Für alle einmal. Ich finde es übrigens schön, dass seit dem letzten Turnier jetzt wenigstens auch der Bug weg ist, dass wir die Sets auch immer noch sehen können jetzt. Ja. Ja, müssen ja auch machen für die Turnier, alles drumherum. Ja, Next klar, findet aber ja schon der First Strike statt, das sind die Majors quasi und du kannst nicht in den Major gehen und hast dann so Bug-Anzeigen. Ganz ehrlich. Klar. Okay, aber wir haben jetzt den Endspiel in der Mitte, die Angreifer, also die Blockspiel-Gang. Jetzt mal auf der anderen Seite versucht es über den B-Heft. Timing. Kommt er auch mit 3 Leuten hoch? Molly. Shockcraft hat er verschossen, ich weiß es nicht genau. Ich glaube, der hat einen Glowed mit seiner Marshall, aber eine Marshall bringt dir nun mal nichts in dieser Situation. Besonders wenn du halt allein den Heaven halten musst. No, Commentary. Und traumhafte Wall, die Sage auf jeden Fall nehmen. Crosser Placement stimmt nicht und ja, Shockcraft ist down. Kometri da natürlich jetzt hier mit einem Vision Track hat die Chance noch für den zweiten. Schlitz gegen Warrace. Was dreht er sich um? Die Wand war schön gerade. Also, gut, Brain Messer in der Hand. Jetzt geht's weiter. Er sieht halt die Hand und denkt sich so: Okay, ich dreh um. Da kommt wer.
Den face ich nicht. Nein, nein. Sehe ich ihn nicht, sieht er mich auch nicht. Animierte Sprays am Start. Ey. Ja. Ja, und 10 zu 5 damit. Und Gott sei Dank nicht so groß, aber eigentlich schon. Eigentlich sind es jetzt meine Probleme bei der Unterhosenmafia. Denen fehlen jetzt ein paar Waffen und die brauchen sie so dringend. Die brauchen diese Runden jetzt. Die ersten zwei Runden, gut, dass sie die geholt haben. Man hat es damit wieder halbwegs ausgeglichen. Aber die brauchen jetzt weiter Runden, um aufholen zu können. Aber selbst wenn dieses Spiel gegessen ist, ne, beide Teams können sich im Endeffekt hinterher dieses Spiel angucken, können sich die Demo daraus nehmen, zuhören, was ich gesagt habe. Und fürs nächste Spiel, dann eventuell, wenn sie sich in den Playoffs nochmal aufeinandertreffen, das Ganze rausholen. Mhm. Jetzt aber Rainer und Jett alleine direkt auf B am Durchziehen, ohne Info, mit dem Spike, während die Mitte versucht wird zu kontrollieren. Also das ist nicht so gut geplant von der Blockspielgang. Ich sehe da bisher noch keine Idee, was die da probieren. Tiefgreifende Taktiken sind das auf jeden Fall nicht. Da hat man gesagt, wir spielen mit Block und irgendwer dachte so, ich nehme die Bombe und renn B. Ja. Habt ihr was gesagt? Aber wichtiger Fracket von Metri. Auf den Heaven, damit kann man jetzt natürlich B-Split. Das wird auch hier angegangen. Drei über den Heaven. Ein weiterer Frack für Kometri. Der Typ hier, der hat heute... Kometri legt los. Ja, Kometri hat Schützenfest. Er legt noch weiter. Junge, Junge. Also was auch immer Deutschland damit mit Brasilien gemacht hat, Kometri ist hier weitaus ekliger unterwegs. Spike platziert. Ja, der könnt ja vielleicht mal in den Chat schreiben, was glaubt ihr? Wird die Unterhosenmafia das jetzt noch aufholen bei einer wahrscheinlich 5-11-Situation, soweit die Bombe dann liegt ist? Ich glaube an den No-Brain Race macht das jetzt. Nicht mehr, weil er safe geht. Okay. Ich hab nichts gesagt. Aber mitgenommen. Wird nicht ausgeschlossen. Ach, nee, er geht ganz safe und jetzt zum A-Heaven. Er wird wahrscheinlich durchziehen bis zur A-Lobby. Ja. Und da dürfte er seine Waffe auf jeden Fall in die nächste Runde bringen können. Sagen Sie sich nochmal kurz Hallo. Oh ja. Perfekt. Oh. Ja. Weiterer Aufbau jetzt. Diesmal mit der Bombe vor A, aber auch nur wieder zu zweit, wie wir das gerade eben auf B hatten. Ich kann mir vorstellen, dass man dann wieder versucht, über die Mid-Control. Oh, jetzt sind sie zu dritt. Ich wollte gerade sagen, sonst macht sie wieder Mid-Control. Aber wenn das Sage und Jett vor B, vielleicht wollen die irgendwie ein bisschen Fake spielen, die Gegner ein bisschen was rumbalotzen. Entry spielen, aber dann muss der Fake auch bald kommen. Denn die Uhr tickt gnadenlos, auch wenn die Runde gerade begonnen hat. Und Rainer geht da alleine durch, damit die Info bekannt, was losgeht. Viper verschiebt auch direkt, also wenn man B faken wollte, dann war das hier kein guter Fake. Meine Augen sind erblindet. Jetzt Rainer sich noch ein bisschen gedulden müssen. Jetzt wird weiter Richtung A aufgegangen. Käfig habe ich dich. Mittlerweile drei Leute, die sich nicht vom Captain aufbauen, während ich habe ja, das muss ein bisschen stärker Fliegen gehalten werden von der Viper und vom Reach. Ich verstehe noch nicht genau, wo das endet. Lass mich mal nachdenken. Ne, ich habe keine Idee. Ich gucke jetzt mal den Breach zu. Der hat hier eine gute Position. Wieso eine Aufdauung? Und auch eine wichtige Position. So. Die Blockspielgang fängt sich auf jeden Fall jetzt an zu clustern. Die stehen jetzt schon zu dritt vor A. Und ich denke, dann wird man da jetzt auch gleich für gehen. Was genau hält die Jet da? Muss ich mal gucken. Nein, das hat keinen Sinn, was sie machen. Okay. Noch 30 Sekunden. Und mittlerweile natürlich auch die Unterhosenmafia das Ganze schon gerochen, hat sich hier vor A aufgestellt, jetzt im Duell auf dem Heaven. Und oben. Breach muss da den Refrag quasi holen, damit diese Situation noch in irgendeiner Form zu regeln ist. Cypher und Breach jetzt die Chance, oben zu überwältigen zu zweit. Handeln sie oder lassen sie es sein? Leute, handeln. Handeln ist immer besser. Wartet nicht, bis der Gegner handelt. Handelt selber. Sehr schön. Der Finish. Ich glaube, Frag geholt zu zwei Gegenheiten. Ja. Das spielt 11-6. Ich glaube an die Unterhosenmafia. Comeback, Leute. Ihr habt einen Titel zu verteidigen. Ja, eine bekannte Situation auf jeden Fall. Aus Turniersicht, ne? Ich erinnere mich nicht daran, dass Unterhosenmafia irgendwann mal so weit hinten lag. Ich weiß, dass sie einen harten Cards-Game hatten, als ich mit gegen die gespielt habe. Das hier, das muss noch ein bisschen anders laufen.
Da müssen noch ein paar. Da muss jetzt Stabilisation quasi rein. Kann natürlich auch so ein Weckruf sein für die, ne? Ja, muss. Es muss. Wenn es jetzt auf 12 geht, wird es wirklich, wirklich schwer. Es ist jetzt nicht so, als dass auf der anderen Seite die Blockspielgang auf der CC-Side auch dasselbe hatte. Eigentlich ist das vom Rhythmus noch dasselbe, aber jetzt braucht man auch 3-4 Runden in Folge, um das Ganze in eine spannende Lage zu bringen. Wo schießt der denn hin? So, wie wird es eingenommen? Über den Heaven. Heaven ist ja komplett free. Rainer verrät sich durch den Rap-Cypher mit einem wichtigen Kill, nutzt die Ulti, um die Gegner aufzudecken. Und jetzt ist auch theoretisch alles bekannt. Einer am Heaven, einer im Vent, einer vor B. Es ist sehr gesplittet auf jeden Fall von der Blockspielgang. Ich habe keinen tieferen Sinn. Ein überlebender Spieler. Next. Versucht hier den Wallbang, aber aha, die Trades sind alle ein bisschen was gefährlich. Vielleicht etwas übermotiviert, ich weiß es nicht. Aber das Ganze funktioniert. Ist jetzt nicht so, als dass die Rainer hier nicht noch eine Chance hat, immer mit 16-9 auch der Top-Fragger. Aber Kometri lebt noch. Ja. Kometri ist heiß. Kometri hat Bock auf Kills. Noch 30 Sekunden. Oh. Na, jetzt die Kometri. Und er holte den Kometri. Was für ein schöner Frag. Die Bombe ist noch nicht gelegt. Das heißt, er kann auch auf Time spielen. Hat die Jet gereached. Und schöne Runde von Raze. Ja. Ist in Ordnung. Du darfst deinen Teebeutel ein bisschen was da reintun. Mach das nur nicht zu viel oder zu lang. Aber, ja. Würde ich sagen, habe ich jetzt gedacht, so, das Ganze wird ein bisschen was schwer. Aber er hat die Rainer noch geholt, oder was meinst du? War auf jeden Fall sehr, sehr schön anzusehen. F7. Aber ich muss sagen, so, erst dafür, dass es jetzt das erste richtige Match ist in dieser Season, fängt schon mal gut an. Und ja, dann beginnen wir auch direkt mit der nächsten inoffiziellen Schleichwerbung. Hallo an jeden, der jetzt noch dazugekommen ist und so. Bisher ein sehr gutes Match. Bisher geht ein sehr gutes Spiel tatsächlich auf taktischer und individueller Spielebene hier gerade ab. Kometri, die Sage von den Blockspielgängen, von den aktuellen Angreifern, ganz Brett damit drücken, besonders auf der Verteidigerseite, immer wieder in Aktion und immer wieder wichtige Runden gerissen. Ist jetzt gerade gestorben, was natürlich ein gutes Zeichen auch dann wieder für die Unterhosen-Mafia, für den aktuellen Titelverteidiger ist. Und ja, anscheinend riecht man auch langsam, dass das ganze A wird. Die Verteidiger bauen auch schon Richtung A um. Und es sieht so aus, als kämen die Blockspielgänge jetzt mit der Rotation. Jetzt geht's ja. Blockspielgänge rotiert. Okay, schon oben über Hemden geht wahrscheinlich Info sammeln. Wird jetzt eventuell, wurde gesehen vom oben. Von Cyphercam. Und da wird sofort losrotiert. Guck dir erstmal an. Früh die Info geholt sehr und schön gesehen, sofort sind alle da. Ja, oben hat sich vielleicht einfach ein bisschen früher damit gezeigt. Sekunden. Man weiß ja eigentlich, dass eine Cypher-Cam irgendwo stehen wird. Cypher leider nicht gesehen. Uiuiuiui. Bombe ist gelegt, kann jetzt aber auch gefused werden und Da ist Comeback hier. Schnell wieder reagiert, zwei Games, ne? Wieder zwei Games ineinander. Wird das ein Comeback? Ja. Das ist eine gute Frage. Glauben wir an die Unterhosen-Mafia? Glauben wir an den Titelverteidiger? Ich meine. Dritter Games? Geholt, damit, dass man den Akadari Cup gewonnen hat, damit kommt Ruhm, damit kommt Ehre. Ja, auf den Straßen wird man auf einmal erkannt. Man kann in keinen Club mehr gehen, ohne dass alle Fotos wollen. Das ist auf jeden Fall prestigeträchtig hier. Man kann sich als FC Bayern des Cups auf jeden Fall dann auch bezeichnen, wenn man jetzt noch eine Titelverteidigung schaffen sollte. Also, ne? Ja. Also ich würde besser abhauen. Auch wenn ich nicht viel vom FC Bayern halte. Aber ich bin besonders gleich gespannt, was die anderen beiden Teams aufgeholt haben seit dem letzten Turnier. Trainiert haben, ob der neue Skill gekommen ist oder ob die jetzt seit 3 Monaten dieses Spiel nicht mehr angepackt haben. Das kann man dann sehen. Valorant, was ist diese? Wer ist Killjoy? Ist aber gesaced. Nein, auf jeden Fall, der Retake wird jetzt hier eingeleitet. Gegen 3 bisher wird ordentlich hinterhergetradet. Knife! Was ist da passiert? Und Cypher jetzt alleine. Muss den Retake quasi machen. Ich spring mal auf den guten Jungen. Kommt hier über den Heaven, könnte Rainer jetzt gleich Richtung CT holen. Ansonsten muss er auf jeden Fall noch ein Doppel Richtung Side tippen. Und das wird kompliziert. 1 gegen 4 Situation, jetzt schwierig. 1 gegen 3 wieder runter, dosiert. Sehr schön, Drone weggemacht.
Hat natürlich auch einen Ruf, so. Hey, auch am erfolgreichsten im letzten Turnier. Nein. Na stimmt. Niemals mit Spells in der Hand um eine Ecke ziehen. Das ist immer totgefährlich. Matchpunkt. Das ist die spannende Phase. Ja, 12-8, ne? Das ja, wird nochmal richtig Ball. Heiß. Vielleicht ist das auch ein Matchblock in dem Fall für die Blockspielgang. Oh, das hat weh. Das hat richtig weh. Ja, meine Freundin guckt mich gerade auch wenig zufrieden an. Okay. Auf jeden Fall Matchblock. Shockcraft schafft es aber hier mit dem Entry zu gehen und hält damit den Traum von einer Overtime und von dem Sieg am Leben. Zieht zurück, wunderbar gespielt. Viper jetzt die Möglichkeit von hinten zu agieren. Während der Zeit wurde der B-Heaven aber auch schon komplett eingenommen. Shockcraft stirbt. Ein Smoke am anderen durchgerannt. Und Cypher jetzt erstmal alleine. Und der fünfte. Auf der Side. Wie viel kann er rausholen? Todwichtige Situation. Aber gut benutzt. Ulti-Chat, schön. Das ist ja schön gemacht. Auch der Re-Aggress auf B-Heaven. Wunderschön gespielt. Unterhose-Mafia. Sehr geiles Game auf jeden Fall zum Start hier bisher. Da ist nichts beschnitten. Das sind noch richtige Unterhosen, Leute. Ich hätte ja fast gedacht, die sind ein bisschen aufgebraucht, aber frisch und neu, wie man es sich gar nicht besser hätte wünschen können. Jetzt müssen sie nur noch zeigen, dass sie auch wasserfest sind. Ja, was? Nee, atmungsaktiv wäre das, wenn, ne? Ja. Wir brauchen atmungsaktive Unterhosen. Wasserfeste Unterhosen sind scheiße. Ich schwitze die ganze Zeit, dass da auf einmal so eine Suppenlache drin. Ich tut mir sehr leid an den Chat. Das Niveau sinkt für sie heute. Stehle die Sicht. Es braucht noch ein bisschen was, bis die Runde vorbei ist. Von Cypher momentan sehr schön die Cages, die er teilweise nutzt. Sehr schön von der Viper. Uchiba konnte über die Mitte und über die Vent entsprechend jetzt sehr im Heft aufräumen. Mit Morio zusammen. Ja, und jetzt haben wir No Brace Main als Rainer. Jo, Rainer kriegt doch Besuch. Schafft das noch im Laufe des Turniers bei uns. Cypher kündigt sich an. Schaff's aber trotzdem. Ich weiß genau, wo ihr seid. Cypher holt sich ein. Ja, das war jetzt einfach zu wenig Tempo auch von der Blockspielgang. Die stehen jetzt seit gefühlt 10 Jahren da oben. Oder zumindest die ganze Runde. Kleiner Run da oben in Richtung Bay. Bay wird auskundschaftet. Der Wechsel. Ja, aber die Rotation wird natürlich direkt geredet. Er hat halt seine Cam. Man weiß Bescheid, dass die Jungs da sind. Wenn er jetzt nicht zu früh agiert, können die gleich auch zu dritt agieren. Also, Cypher sollte nicht zu früh handeln. Brimstone und Rainer kommen während der Zeit über den Helm, können refraggen, beide Frags sitzen und damit ist das eine weitere Runde und eine weitere wichtige Runde quasi. Um den Traum auf jeden Fall vom Gruppensieg am Leben zu halten. Aber egal wie das jetzt gleich ausgeht, ich denke beide Teams haben gezeigt, dass sie spannende Teilnehmer für das Finale im Endeffekt auch sind, ne? Also die beiden in der Best of 3 würde ich schon gerne sehen. Natürlich unter der Bedingung, dass No Brain Race Main seinen Namen ändert. Das heißt, Finale nicht zugelassen. Also mit Bruder muss los kann ich ja noch irgendwie was anfangen, weil ich weiß halt, dass das ein komischer Spruch von Menschen ist, die aus etwas weniger oder aus bildungsfernen Schichten kommen. Das ist auch okay. Also seitdem du dann Ritter Sport hattest, bist du ein bisschen anders drauf jetzt. Ich? Ja. Inwiefern? Ja, die Sprüche. Ich kann auch wieder zu den Fakten kommen. Hey, ich find's gut. Kidjoin oben bauen sich während der Zeit hier über die Mitte mit dem Bombe, mit dem Spike, Entschuldigung, mit dem Spike auf. Ich glaube, es wird bis Richtung B-Heaven gehen. Keine freundliche. Und oh, die sind komplett umzingelt, also. Kann natürlich immer was passieren, aber ich denke, die Runde. Na, doch nicht. Wichtiger Entry im Heaven ohne Schaden zu kassieren. Oben hat während der Zeit nicht den Rücken von Killjoy. Killjoy jetzt noch mit 5 AP, beide ziehen jetzt Richtung B-Heaven, werden aber gespeckt. Oh. Sehr schön. Schöner Strike von. Breach und alles geht, also da kann man nichts machen. Spannendes Ding. Käfig aus. Bruder muss groß, Bruder, was los? Bruder, wo geht los? Bruder, keine Ahnung.
Mal. Aber Bruder, ich küsse dein Auge. Ja, was? Ja, alles gut, alles gut. Wir sind hier die Westblock Boys. FC Köln und so, yeah. Ja, Siggi. Leider nur das Aquari-Trikot nicht. Kann ja nochmal wechseln zur Halbzeit. Ah, keine Pflicht, keine Pflicht. So, aber diesmal ein Straight-Up 5-Mann-Aufbau vor A. Für die letzte Runde gibt es eine Overtime oder wird das hier noch in sichere Hände gelegt? Viper mit einer ganz wichtigen Ulti jetzt auf A. Alle haben sich vor A aufgestellt und da kommt die Ulti auf dem A-Spot, um das Ganze gegenzuhalten. Killjoy versucht die Gegner jetzt natürlich rauszukriegen. Ich würde als Viper bis auf die letzte Sekunde warten und dann da hinten in die Ecke gehen. Gucken, ob die das schafft. Boah, oben hatte den Spike! Der Spike ist CT down! Wurde das mitbekommen? Haben die das verstanden, dass der Spike CT down ist? Haben sie es mitbekommen? Das ist ja unfassbar. Da. Ja. Ja. Da wurde es gemerkt, dass Spike wurde jetzt gemerkt. Das ist ja, da. Der oben teleportiert sich mit dem Spike in den CT-Spawn rein. Bruder, muss los, was ist hier los? Das ist ja. Nee. Ja. Diesmal lässt Shockcraft sich nicht bomben an der Stelle, gerade eben noch die ganze Zeit die Wand angeguckt. Oh. Diesmal hat es gedacht, dass das Einzige, wo ein Gegner kommen kann, wäre auch was der Wand. Was ist das für ein erstes Match hier bisher? Holy moly. Also, ja, das ist, Das ist ein krasses Ding hier. Und ja, benutzt hier. Noch weiß Rain Maze. Aber noch Blutpunkt-Tabletten? Schmeiß mir gleich ein paar. Seitenwechsel. Und damit greifst du auch das erste Mal 1-12-12 ein, ne? Mit zwei Punkten. Ja, das ist eine Overtime. Für die Leute, die das noch nicht verstanden haben, in der Overtime muss man mit zwei Runden in Folge, nicht in Folge, man muss mit zwei Runden Vorsprung quasi gewinnen. Bedeutet, wenn ein Team in Vorsprung kommt, gibt es ein Matchballspiel und dann muss noch eine Runde gewonnen werden. Genau. Während der Zeit kann der Gegner den Matchball auch denyen, dann würde es 13-13 stehen und dann sind die im Matchball und dann können die noch eine Runde gewinnen, Matchball. Du bist dann drei in Folge holen. Also das ist ein bisschen einfach, weil das funktioniert wie bei Tennis und jeder von uns weiß ungefähr, wie man das bei Tennis rechnet, ja. Hoffe ich. Ja. God of Nightmare könnte ein Wahrsager sein, ne? Er hat ja gestern geschrieben, das nächste Match könnte sich um 15, 20 Minuten verschieben. Vielleicht meint er auch das hier mit. Wer weiß es schon. Vielleicht ist er einfach ein Wahrsager. Auf jeden Fall jetzt in der Mitte. Mit Aggression von, ich muss kurz einen Überblick kriegen, von der Unterhosenmafia in der Mitte, jetzt als Angreifer. Haben schon den ersten Mann im Breach verloren. Damit fehlen natürlich gleich ein paar Flashes, wenn man draufgehen sollte. Kometri hier mit dem Fight gegen die Race. Brain. Monster. Brudi, du musst auch mal ein bisschen erzählen. Ja, hey, ich habe das Gefühl, ich habe jetzt eine Stunde durchgequatscht. Hey, ich laber doch mit, Junge. Ich bin nur teilweise echt geflasht von dem Match hier. Ihr könnt ja mal im Chat sagen, wie ist so die Gewichtung hier vom Comptating? Ja, nicht vom Niveau, ja. Da habe ich schon gewonnen. Ja, natürlich. Ich versuche auch wirklich mich selbst zu untergraben. Ja, auch sehr schön hier gemacht. Commentary down. Kommt, oh mein Gott, das geht an die Unterhosenmafia. 13-12, also obwohl sie den Endgang quasi... Jetzt wird gedrinkt, jetzt wird gedrinkt. Holt sich ein. Zwei von Herren aus, spielen das aber auch bekannt. Erstmal der Vorsprung wieder, 13-12. Unterhosenmafia hat es jetzt in der Hand. Also genau, Unterhosenmafia jetzt mit dem Vorteil, darf jetzt als Verteidiger, es wird jede Runde gewechselt. Die sind jetzt auf der Verteidigerseite, können jetzt gegengehen. Ja. Wichtig hierbei ist, wie gesagt, wird die Runde gewonnen, dann haben sie gewonnen. Junge. Gewinnen die Angreifer, geht alles wieder von vorne los. Ja. Und das geht so lange, bis der Sieger ausgekoren ist quasi. Also das ist, das kann sich echt lange ziehen. Ich habe schon ein Ranked-Spiel gehabt, da hatten wir im Endeffekt 28-26 verloren. Das hat knapp über eineinhalb Stunden gebraucht und ich war fertig danach. Mhm. Ich wollte nur noch weinen. Ja, ist natürlich ein bisschen belastend. So. Was sehen wir denn jetzt hier? Die Blockparad-Gang baut sich auf jeden Fall vor dem A-Spot auf. Oben wäre derzeit alleine in der Mitte. Die Odin ist schon bei Commentary am Start. Ist aber schon gestorben, ne? Bitte, was ist am Start? Eine Odin? Eine Odin bei Commentary ist am Start. Oh. Der hat jetzt vor, richtig Hard Carry zu machen. Das gucke ich mir auch gerade mal an. Geht auch langsam rum, hat aber, ich sehe kein Fadenkreuz bei dem. Spielt er ohne Fadenkreuz? Bei Commentary? Ja. Ich habe einen. Also bei mir ist dieses Standard-Ding, wenn ich mich nicht täusche. Ist hier kein Fahrenkreuz bei dem.
Aber dafür war es zu genau gezielt, dass das der KZ ist. Das buggt einfach nur. Okay, okay. Wichtiger Frag quasi, wichtiger Entry. Hier wird noch durch die Wände mitgehalten. Kann man auch, wenn man 100 Schuss hat. Ich muss immer lachen, wenn ich die Odin sehe in Action. 32 ist schon. Wunderschöne Flash vom Breach. Wir können den ersten holen. Refrag von Cometry. All Eyes on Cometry. Hält er die Blockspielparadengänge Party noch irgendwie? Ein Leben gegen eineinhalb? Das an die Unterhosen-Mafia. Aber die Odin, ne? Das ist immer, darf man nicht unterschätzen. 2 gegen 1, 10 Punkte gegeben, damit ist der Frag. One on one jetzt und da, oh, da kommt auch der Revive. Unfassbar. Unfassbar. Und so schnell dreht sich das Brett. Bluder muss los, steht sie damit jetzt alleine gegen 2. Noch 10 Sekunden. Schaltet man sich trotzdem auf A? Man könnte meinen, es wäre gescriptet. Ich glaube, man wusste nicht, dass das Cypher auf der A ist. Oh mein Gott. Jetzt ist die Info gegeben. Oh mein Gott. Die Zeit ist um! Mit der Time-Challenge. Man könnte meinen, es wäre gescriptet gewesen. Holy shit. Holy shit. My heart goes boom. Ja. Nein, also. Viele Verteidiger konnte den nächsten Win rausholen. Ja, also, ne, das war. Ich weiß nicht. Beleidigungen sind übrigens nicht okay, muss man, glaube ich, aber nicht sagen. Aber war auf jeden Fall geiles Comeback. Ja. Geiles Comeback, einfach super geiles Match von beiden Seiten. Auch die Spielparaden haben sich trotzdem nicht foppen lassen. Es waren so viele knappe Runden, wo dann ein Einzelner auf einmal so dachte: Boom, ich eskaliere jetzt. Ja. Und, richtig schön anzusehen, auf jeden Fall. Muss man dann einfach mal wirklich honoren, so, keine Frage. Ja, geiles Spiel. Auch das Ergebnis ziemlich geil. Ja. Und das, was meine Meinung an der Stelle ist, man sieht, denke ich, jetzt schon ein bisschen vorreichend, also Block, Party, Gang, Spiel, Parade, Theater, ist auf jeden Fall noch nicht raus, ja. Die können sich jetzt mit dem zweiten und mit Halbfinale und Playoffs und so weiter auf jeden Fall noch ins Finale kämpfen. Hier ist noch nicht entschieden, wer Erster ist quasi in diesem gesamten Turnier. Ja. Und ich halte hier auf jeden Fall eine hohe Wahrscheinlichkeit einfach mal raus, dass die Konkurrenz macht. Hier? Ich glaube, das ist nicht das letzte Spiel zwischen den beiden, das wir dieses Season gesehen haben. Ich bin Herrscher. Über dem Meer, Totalit, nee, Blut an den Wänden, irgendwas an den Händen, ich bin Herrscher, hei, schein, hübsch hinten, Hände nass auf dem Göten, Heffen in der Blut, Hände in der Tod, hei, mehr, hei, schein, hübsch hinten.